Ein herzliches Willkommen. Wir dürfen uns heute hier in einer ganz besonderen Örtlichkeit aufhalten, im Museum von Ramsar am Dachstein. Und wir holen ganz besondere Leute vor den Vorhang, die Bergretter der Ramsau. Das sind Menschen, die 365 Tage, 24 Stunden am Tag einsatzbereit sind. Harry, du bist der Obmann und ich frage gleich ganz salopp, warum tut man sowas? Das tut man, wenn man selber ein Bergsteiger ist, Bergsteiger durch und durch. Wenn man viel in die Berg unterwegs ist und nachher ist es selbstverständlich, dass man auch zur Verfügung steht, wenn es darum geht, dass man Leuten in Bergnot hilft. Naja, selbstverständlich. Du setzt ja nicht nur deine Zeit ein, du setzt deine Gesundheit ein und du gehst ein gewisses Risiko ein. Macht man das in dem Bewusstsein oder hält man das in einen Rahmen? Das macht man in dem Bewusstsein und das macht man mit vollem Engagement. Und wie ich gesagt habe, wenn man selber viel in die Berg unterwegs ist, kann es auch sein, dass man mal selber in die Berg ein Problem hat und nachher sollte man sich verlassen können, dass einen auch wer holt und dass einem wer hilft. Und das ist unser Eingabe, mit der Vorgabe sind wir alle Bergretter. Das ist für uns das Ausschlaggebende, auch wenn wir selber unterwegs sind, dass irgendwer ist, der was uns hilft. Abi, du bist aktiver Einsatzleiter, um einen Begriff zu kriegen, wie groß ist euer Einsatzgebiet? Ich sage das jetzt mal so, von wo bis wo müsst ihr retten? Unser Einsatzgebiet ist eigentlich auch die Gemeindegrenze der Ramsau und da gehört natürlich hauptsächlich der Dachstein dazu, mit den Südwänden, der Gruppenkorstein, die ganzen Klettersteige, was sich jetzt in letzter Zeit vermehrter ist, die Klettersteige herunten in der Ramsau, wo wir erschöpfte Leute oft holen und im Winter natürlich die Langlaufloipen und die Skiberg, was in der Ramsau sind. Was das Besondere ist jetzt da in der Runde, wir haben eine Altersspanne zwischen 96 und, Franzi, sag's jetzt einmal, ganz, ganz jung. Warum tut man sich das an? Naja, warum tut man sich das an? Das ist auch, ob man sich das antun muss oder nicht. Man tut es einfach gern. Mhm. Ich bin mittlerweile in der dritten Generation bei der Bergrettung und ich habe es einfach von meinen Vätern hauptsächlich vorgelebt gekriegt. Und dass das auch was Schönes ist, dass man anderen Leuten helfen kann, die was einmal ein Problem haben irgendwo. Und für das tut man das. Mhm. Sepp, du bist 96 Jahre alt. Ich glaube, ich darf das so sagen, du erlaubst mir das. Ja, wie du als Bergretter angefangen hast, waren die Bedingungen noch ganz, ganz andere. Kannst du uns so ein kleines bisschen erzählen, allein wie hat zu deiner Zeit, wie hat man sich verständigt, wenn jetzt ein Notruf gekommen ist, wie ist das auch gelaufen? Ja, da muss ich ein bisschen zurückgreifen. So bis 1945 haben Rettungen eigentlich vorwiegend die Bergführer machen müssen und geeignete Kletterer, die gerade zufällig da waren. Und erst 1945 ist dann der österreichische Bergrettungsdienst gegründet worden. Mhm. Und da waren es auch in erster Linie die Bergführer. Und wir jungen Bium, die von Krieg gut haben gekommen sind und gerne mal angeklettert sind in den Wind, uns haben sie auch gebraucht, uns haben sie auch dazu genommen. Aber unsere größte Herausforderung sind einfach Bergungen aus der Dachstein Südwand, aus hunderte Meter hohe Wind. Und da ist es auch wichtig, dass dass das Material am neuesten Stand ist und die Technik auch so, dass sie funktioniert und die durch das mit der modernsten Ausrüstung auch die größtmögliche Sicherheit für die Bergretter gibt. Das klingt total toll für mich als Wanderer und Berggeher, aber was ich auch sagen muss, das klingt teuer. Wie finanziert sich das alles? Wie schafft man das alles als Bergrettung? Ihr seid da relativ ehrenamtlich unterwegs, wenn ich das richtig... Wir sind alle ehrenamtlich unterwegs, das ist schon richtig, aber wir haben mit der Steiermark den großen Vorteil, dass die Bergrettung im Landesrettungsdienst organisiert ist. Die Bergrettung in der Steiermark besteht aus 52 Ortsstellen
Und die 52 Ortsstellen kriegen über die Landesleitung eine Subvention von Land. Weiß Gott, wie viel ist, aber das klang dann mal für eine Grundausstattung, sagen wir mal so. Für den Rest läuft noch eine große steiermarkweite Förderaktion. Das sind die Aufkleber, die weiß man auf Autos übersieht. Förderer der Bergrettung für das entsprechende Jahr. Da zahlt man ungefähr 20 Euro Förderbeitrag. Und der Beitrag wird auch auf alle Ortsstellen aufgeteilt. Die, die ein bisschen mehr Einsatz haben, die kriegen auch ein bisschen mehr. Also sind wir da nicht ganz schlecht bedient, weil wir nur eine Ortsstelle sind mit mehr Einsatz. Einfach weil wir halt auch in Dochstein aus ins Einsatzgebiet haben und aus Tritz. Und das macht uns nachher ein bisschen einen Spielraum, einen finanziellen Spielraum. Wir machen selber, oder wir sind aus Bergrettungsdienst Ramsau, die Veranstalter von Ramsauer Frühlingsfest. Wir betreiben das Festzelt über zwei Tage und damit schaffen wir uns mit dem Geld, was da überbleibt, eigentlich den Polster, wo wir so außerordentliche Ausrüstungssachen ins auch finanzieren können. Walter, wenn ich jetzt in Sepp so zuhöre, es ist immer irgendwo ein ganz ein großes Risiko dabei. Und ob es jetzt zum damaligen Zeitpunkt war oder ob es heute ist, ihr müsst immer eine Gefahr bewältigen im Grunde. Ist das nicht eine Riesenherausforderung? Ja, gerade wenn ein Schlechtwettereinbruch ist, ein Wettersturz, dann haben wir schon öfter die Überlegung, ob man überhaupt einsteigen soll in so eine Wand. Nicht? Und sie vielleicht vereist ist auch noch. Natürlich, die Sicherheit in seinen eigenen Leuten muss im Vordergrund stehen. Das ist schon das Wichtigste, dass auch wieder alle gesund heimkommen. Aber ein Risiko ist dabei. Ich stelle mir vor, Norbert, normalerweise die ganzen Bergnotfälle passieren ja nicht bei Sonnenschein und bestem Wetter. Im Regelfall nehme ich einmal an. Wie schätzt man da das? Kann man das immer richtig einschätzen, das Risiko, dass man auch seine eigenen Leute, wie es der Walter sagt, nie in Gefahr bringt? Ja, das kennen wir schon. Es ist normal, fast immer so, dass Wetter eine Rolle spielt bei Bergungen. Aber wir kommen natürlich dann zusammen und besprechen die Lage. Und wenn es zu viel Risiko ist, dann müssen wir überlegen, können wir das noch den gleichen Tag tun? Oder ist das Wetter vielleicht nicht so grausig, als die eine Nacht nicht überleben? Und dass man sich in der Früh tut. In aller Früh dann meistens. Das gibt es, also die Besprechungen gibt es immer. Ich kann mich gut erinnern, auf dem Albert sein Vater, das war der Einsatzleiter damals. Das ist immer ruhig besprochen worden und natürlich ist das die erste Voraussetzung, wie der Walter gesagt hat. Also die eigenen Leute bringt überhaupt nichts, wenn man die in Gefahr bringt. Dann kann man anderen auch nicht helfen. Man tut heute so gern jammern und so viel jammern und wenn man aber solche Vereine sieht, die in dem Ausmaß funktionieren und wo Werte noch funktionieren, dann weiß man, dass die Dinge richtig sind. Ich sage danke für eure Zeit und danke für die unglaubliche Arbeit, die ihr leistet. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.